Willkommen zurück zu Divinity 2. Und wir... Achso, ich habe ein paar Add-ons installiert, falls ihr euch jetzt darüber wundert. An der Stelle kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Zwei erweiterte Tooltips, dann sieht man in der Spielewelt mehr von bestimmten Sachen. Und Fast Run Speed heißt das. Damit läuft man 25% schneller. Das ist wirklich nur die Animation, wenn man auf der Karte rumläuft. Hat nichts mit irgendwelchen Combat Stats, wie es auch steht, zu tun, sondern nur, dass man, wenn man große Strecken mal zurücklegt, dass man mehr sieht, was ich ganz praktisch finde. Aber man kriegt keine Achievements mehr, weil die könnten mir halt gerade nicht egaler sein. Nämlich Steam Achievements, ob ich die habe oder nicht. Billabong, der Michael fragt, wo mein Mikro ist. Das ist so ein Kondensatormikron zum Arm. Das ist so schräg vor mir. Das sieht man nicht im Bild. Wir hatten ja eben noch die Facecam, also wir hatten eben noch im Vollbild die Webcam, weil wir ein bisschen zum Streamstart noch ein bisschen gequatscht haben. Da sieht man es aber auch nicht. Das ist knapp unterhalb des Bildes sozusagen, dass man das da nicht sieht. Ja, und ich habe in Divinity wieder einiges gemacht. Ich hatte vor allem noch so lange Recherche-Session, weil ich mich mal mit Skills auseinandergesetzt habe und Runen und allen möglichen Quatsch, die ich mir wirklich nicht genauer angeschaut habe. Und habe ein paar Entscheidungen getroffen und auch ein bisschen weiter gespielt, wie ich das halt immer heimlich mache, wenn ich mal Divinity eh schon anhab. Also jetzt nicht auf YouTube verpasst man ja nichts, da ist ja alles, aber auf Twitch verpasst man ab und zu mal, jetzt nicht oft, aber ab und zu mal ein bisschen, wenn ich halt dann irgendwie was zwischendurch mache. Und zwar in diesem Fall war das so. Was habe ich geändert? Ich habe die Lose, habe ich ein bisschen umgeskillt. Ich habe jetzt bei ihr hier vor allem Polymorph mit reingenommen. Erstmal bis jetzt nur einen Punkt, wird dann aber mehr, weil ich mit Hydrosoph ausgemaxt bin. Und dann gucke ich jetzt, welche zweite Schule ich nehme oder habe geguckt. Und ich nehme Polymorph, weil das halt weiter Utility gibt. Ich will mit ihr eigentlich nur buffen, heilen und Utility machen. Deswegen habe ich auch die Punkte aus Intelligenz rausgenommen. Intelligenz macht halt mehr Schaden bei Angriffen und Fertigkeiten. Brauche ich gar nicht, mache keinen Schaden. Und habe deswegen relativ viele Punkte jetzt in Konstitution. Das heißt, sie hat viele Lebenspunkte, Gedächtnis, damit sie viele Slots für unterschiedliche Spells hat. Und das ist die aktuelle Verteilung. Und ja, das gucke ich jetzt weiter, wie ich das, ob ich jetzt Polymorph solche weiter skille, weil manche Sachen brauchen auch einen höheren Polymorph-Skill. Tatsächlich, oder Spells, damit ich überhaupt lernen kann. Ich habe trotzdem noch 12 in Int, um eben bestimmte Sachen tragen zu können, die für Spellcaster interessant sind. Bei Sibyl habe ich nichts geändert. Bei ihm habe ich einen Punkt in Polymorph gegeben, weil ich ganz gern den Spell Tentakelschlag haben möchte. Der ist sehr gut, weil er mit Stärke skaliert beim Roten Prinzen, viel Schaden macht dadurch und weil er, wenn jemand keine physische Rüstung mehr hat, entwaffnet. Ebenfalls sehr praktisch. Und beim Fane habe ich mir ein paar Sachen überlegt. Da hatte ich erst die Idee, da ich jetzt zwei physische Damage-Dealer habe mit dem Roten Prinzen und mit Sibyl und sie auf Utility geht und also praktisch keiner von den dreien magischen Schaden macht, wollte ich jetzt ihn umbauen zu einem Caster, der halt, muss ich nochmal überdenken, zu einem Caster, der hauptsächlich physischen Schaden macht, dass ich Magieschaden eigentlich meistens ignoriere, was in manchen Encounters schlecht ist, weil manche halt relativ wenig Magic Damage haben, magische Rüstung, aber viel physische. Aber ich finde es trotzdem irgendwie geschickter, wenn ich mich auf eine Damage-Art konzentriere. Und deswegen wollte ich ihn, dachte ich, dass das vielleicht geht, dass man mit Nekromant so ein bisschen auf physischen Schaden geht. Klappt aber auch nicht so richtig. Der Mückenschwamm ist einer der wenigen Spells, die wirklich physischen Schaden zufügen. Und deswegen überlege ich, ob ich ihn jetzt zum Gauner umbaue. Also zu so einer Art Nahkampf mit Dolchen. Sowas. Habe jetzt mir schon Dolche mitgenommen, muss aber mehr Items sammeln noch, damit das sinnvoll ist. Aber das ist noch nicht ganz festgelegt, das schaue ich mir noch an. Ich bin gerade aufgelevelt, hatte hier so ein paar Quests und dann hier was ganz Interessantes im Keller. So, eine interessante Quest. Wie aber irgendwie auch eh alle Quests recht interessant sind in Divinity. Das ist ja nicht die einzige Quest. Die Quest war mal interessant. Ja, die war wirklich ganz cool. Haus des Heilers. Nun gut, dann machen wir mal weiter. Wir könnten wirklich mal kurz die Punkte eigentlich verteilen. Ich werde jetzt immer mal
immer mal das Gleiche sagen. Ich werde immer mal Konstitution mitnehmen, weil mehr Lebenspunkte kann man gebrauchen. 900 ist ganz gut. Kriegsführung ist bei ihm jetzt ebenfalls gemaxt. Und ich war jetzt dabei. Wie ist denn seine Crit-Chance? Gar nicht so hoch. Führung mitzunehmen, bisschen was Defensives. Ausweichen und Resistenzen finde ich jetzt nicht so schlecht. Als Aura. Und den hier noch in Stärke. Der Fane ist jetzt ja schon noch immer ein Damage-Dealer. Dann machen wir Int und Konstitution. Geomant ist schon gemaxt. Nehme ich dann jetzt Nekromant als nächstes. So richtig zufrieden bin ich irgendwie nicht, auch mit den... Nee, machen wir trotzdem mal, nicht zu lang rumbummeln. B.S. Jägers war noch gar nicht gemaxt, weil ich halt ganz viel auf Distanz gegangen bin, weil das halt der Spell war, der mir mehr Schaden gegeben hat im Vergleich zu Jägersmann. Aber da ich jetzt Distanz gemaxt habe, gibt es jetzt dann wieder Jägersmann. Und Sibyl braucht dringend HP. Die kriegt sogar zweimal. Zuletzt sind die Leute ein bisschen schnell weggestorben, muss man mal sagen. Und sie jetzt. Gucken, ob sie überhaupt... Also ich kann erstmal Polymorph ein Level dazugeben. Weil ich habe, glaube ich, noch Skillbooks, die sie lernen kann, wenn ich Polymorph jetzt mal level. Breite die Flügel aus. Genau. Dann kann das mal lernen. Hautverpflanzung kann ich noch nicht lernen, da brauche ich Polymorph Level 3. Und ich brauche... Ne, Flügel hat sie tatsächlich gleich gelernt. Was haben wir hier? Chamäleonumhang. So, ein bisschen Mobility Spell. Kann ich gleich mal ausprobieren. Dann kriegt man 9, das ist manchmal... Fließt ja im Ort in deiner Nähe. Kostet es was? Ein Aktionspunkt. Das ist natürlich total praktisch, so ein Mobility-Spell. Deswegen habe ich das auch gelernt. Man fliegt eh, wie gesagt, das ist unter Umständen sowieso schon ganz praktisch. Und hat dann noch diesen Mobility-Spell. Sehr, sehr cool. Ich brauche jetzt keinen weiteren Gedächtnisslot, wenn ich das richtig sehe. Ja, die offensiven Sachen habe ich eh nicht drin. Nö, das passt soweit ganz gut. Das heißt... Entschuldigung, ein bisschen Kratzen am Hals. Crit-Chance ist auch nicht so wichtig. Eigentlich kann ich bei ihr, pumpe ich im Moment fast alles in Konstitution. Hab ich irgendein Talent? Abgefahren, wo ist sie erst denn her? Elifimit geizig. Genial, Spinnenkuss. Steh auf Menschen. Gedächtnis brauche ich nicht. Verstand brauche ich nicht. Intelligenz, Finesse, Stärke. Die hat einfach halt HP aus der Hölle oder aus dem Himmel, je nachdem, wie rum man sieht. Dann haben wir alles verteilt. So. Also hier haben wir das angegangen. Schwarzgrube ist hier unten. Wie komme ich denn überhaupt denn nach rechts? Was ist denn jetzt los? Ein Kratzen im Hals. Was habe ich denn? Habe ich irgendwelche Quests mit der Schwarzgrube? Mir fallen spontan keine ein. Nee, ich wollte die Karte bewegen, keine Markierung setzen. Vielen Dank. Könnten die das mit Gareth erforschen? Wir haben jetzt mehrfach Hinweise auf den die Blutmondinsel bekommen. Wir gucken einfach mal das Logbuch der Reihe nach durch, dann gucken wir, was wir genau an konkreten Informationen haben. Genau, Hikbar hat das mit der Blutmondinsel uns einen Hinweis drauf gegeben. Habe ich woanders auch nochmal gehabt. Das ist recht allgemein. Einsamen Wölfe, das war auch recht allgemein.
Familienbande. Anathema ist auch mit der Bluteninsel. Der hat den Tag und uns noch ein paar Hinweise gegeben. Komplizen. Ach, das war mit dem Loha. Aber wo die genau? Wo die genau unterwegs sind, hat er jetzt mir nicht gesagt. Ich glaube, das ist da im Westen. Mitternachtsöl. Das war der Raike. Ach, das war das mit der Schwarzgrube, okay. Da würde ich ganz gerne noch ein bisschen mehr erfahren, tatsächlich. Die Paladine wollen auch, dass wir in die Schwarzgrube gehen. Okay, die beiden wollten das. Der Raike, so ein bisschen suspekt ist der schon. Sahela Stamm. Irgendwo an der Küste der Schnitte. Schatten über Treibholz. Strandhöhlen außerhalb von Treibholz. Das ist wahrscheinlich auch da im Westen, genau das. Das ist jetzt mit dem Pieps. Das haben wir eigentlich anscheinend beendet. Existenzielle Krise ist mit dem Lich. Der ist auch nach Westen weggelaufen. Das ist nochmal das mit dem Lich. Und Heldenruhe. Das ist ganz allgemein. Ich würde jetzt nämlich schon dahin gehen, wo es sich anbietet. Oder wo auch ein bisschen uns ein paar Quests hinführen. Weil ich das Gefühl habe, dass das sinnvoll ist zu dem Zeitpunkt. Also Blutmondinsel gab es ein paar Sachen. Und hier würde ich sagen, ist der Lich und die Zwerge und die Loha-Geschichte ein bisschen. Ich würde sagen, dann gehen wir mal zur Blutmondinsel. Und das mit der Prinzessin und so und in den Sachen. Das gucken wir uns danach an. Damit können wir einen Wegpunkt nehmen, und zwar den Paladin-Rückenkopf. Bin ich jetzt richtig? Ja, bin ich. Und das heißt, die gehen jetzt dann hier lang. Hier war noch die Geschichte mit den blöden mit diesen Vogelscheuchen, ne? Das war doch auch hier. Oh, habe ich die reingelockt? Sind die mir ins Lager gefolgt? Es gibt ja in manchen Spielen, dass man das macht. Das ist ja so eine Taktik in MMOs gerade, dass man manchmal Mobs, die zu stark für einen sind, in so ein Lager pullt. Ist das hier passiert oder was? Das war nicht beabsichtigt, ich bin ja geflohen aus dem Kampf. Oder ist das Zufall? Nee, die waren vorher nicht da. Das war hier links, hier war das. Ich speichere trotzdem nochmal kurz ab, bevor ich da reinlaufe. Ja, die sind mitgekommen. Jetzt habe ich nämlich keine XP für die bekommen. Ich weiß nicht, ob da auch noch eine Story irgendwie dazu gab. Das wäre schon noch interessant gewesen. Einerseits ist es ganz witzig. Andererseits hätte ich schon ganz gern ein bisschen die Story erfahren. Ich hätte die auch ganz gern besiegt, weil das halt, ne, die würde ich schon ganz gern verhauen. Aber tatsächlich sind die jetzt einfach tot. Abgenutzte Truhe leer. Jetzt auf die Karte gucken, von da kam ich ja. Erkunden wir einfach mal das Gebiet hier so nördlich von Driftwood. Aber es überrascht mich jetzt tatsächlich ein bisschen. So, wir können natürlich durch die Geistersicht an sowas mal denken. Also vielleicht Sachen entdecken. Nochmal, ich finde, ich habe jetzt voll viele leere Honigtöpfe. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal so viele brauchen werde, ehrlich gesagt. Ich mache die drei jetzt trotzdem mal noch. Oh, ich hatte noch einen. Mal kurz mit der Häsin reden, wenn die gerade da ist. Stopp, stopp, stopp. Mating season. Again. Scheint nicht so begeistert. If I have to deal with one more buck looking to court me, I'll take a chunk out of his ear. Das sind nämlich die gleichen Gespräche, die ich mit Frauen auch immer habe. Jetzt auch noch im Spiel, na vielen Dank. Rarity89 hat gerade abonniert, vielen Dank dafür. Damit sind wir den nächsten, den neuen Emoticons nochmal wieder einen Schritt weiter, die Jasmin vorhin gerade angesprochen hat. So, wo ist denn jetzt hier der blöde Honigtopf da?
mit eigentlich dem höchsten Verstand, weil ich das manchmal buffen möchte, um vielleicht Sachen zu entdecken. Das müsste Sibylle sein. Obwohl der rote Prinz gar nicht so weit hinterher ist. Schlüssel zum Hexenhaus? Was sind hier für Sachen? So, den Schlüssel zum Hexenhaus. Was ist da denn los? Gehen wir mal kurz zurück. Bisschen systematisch das hier erforschen. Mabel. Und Geraldine. Mal die Kühe fragen, wie es denen so geht. Help us! Shush, Mabel! Don't you shush me, Geraldine. I'll talk to whomever I like. Shh! They're still here! I know they're still here. My apologies for my idiot friend, but we could really use your help. Und wie? You won't believe it. He won't believe it, Mabel. He'll think we're mad cows. Truth is, kind sir, that we are not, in fact, cows. At least not as such. We're people. Captives, to be exact. Enslaved by the witch. You're not here to visit Alice Elysian, are you? Eigentlich sind wir zufällig jetzt gerade hier in diesem Punkt. So will you help us? He won't help us. Look at him. Can barely help himself. Yes, sir. Please help us. Ich kann sie flüstern hören. Mabel, he can hear us whispering. I know, Geraldine, I know. Now shut up. Look, we really do need your assistance. Okay. Just get us something to drink. What my friend here means to say, kind sir, is that there's a cure for our condition. Alice Elysian has it in her house. If we could drink it, we could then regain our former forms, as it were, and steal away. Don't mention the rats. For God's sake, Geraldine. Nach den Ratten fragen. What rats? They're just ordinary rats. Nothing special or awful about them at all. Wouldn't let them worry you. Es wäre schon ganz nett, wenn ihr mir die Wahrheit sagt, Kinder, wenn ich euch helfen soll. Wo ist denn die Hexe? The witch ain't here. What my friend wishes to say is that Alice went into the cloisterwood collecting herbs and hasn't been seen in some time. But that there, just down the way, is her house. She has a frog. You can't miss it. Would you mind awfully procuring for us a small potion that Alice Elysian keeps in her cellar? We'd rather like to, you know, assume our rightful forms and toddle off. Thanks ever so. Thank the gods. I humbly thank you. You won't regret it. Kann ich ein Milch bekommen von ihm erfragen? Don't be disgusting. We hardly know you. Sure. Geraldine. Oh, right. Yeah. Disgusting. Sorry. Better not. Geraldine ist ein bisschen offener dafür. Die Kühe haben was mit Ratten erwähnt, das stimmt. Im Klosterwald sind die Flüsterholz. Also im Klosterwald ist die Hexe. Ja, man kann nicht mal jedem trauen, so, ne? Die wirken jetzt natürlich ganz nett und so, als sie ja schon die Wahrheit sagen. Aber, weiß man ja nicht. Vielleicht gehe ich erstmal in den Klosterwald. Und spreche mal mit der Hexe. Nice. Ich habe jetzt hier einen Schlüssel gefunden, schon mal fürs Hexenhaus. Wir können mit dem Kribbit reden, mit dem Frosch, und was der so zu sagen hat. Kribbit. Kribbit. Oh my God, you're ugly. You turn milk green and a magister's red coat black. My mistress Alice might fancy you though. She has a taste for the odd. If she or the magisters with the red coats chased her into the woods. They'll be sorry. Okay, die haben sie dahin gejorgt. Was ist das denn hier? Here be witchery. Trespass not. Here be witchery. Oh. Lehrmeister 3. Ah! Das macht mich irre. Lehrmeister 3, mein Arsch. Wo ist denn der Klosterwald? Cloisterwald.
Ja, ich glaube, ich gehe erst in den Klosterwald und versuche ein bisschen mehr rauszufinden. Das kennen wir hier schon. Okay. Rammler. Ah. Recurve-Armbrustkiste. Was haben wir denn hier? Wenn es hier rumliegt und keinem gehört. Das ist alles für Sibyl. Langer Zweig. Muss ich schön Sachen draus bauen. So, wo ist denn jetzt hier? Da auf der Straße hüpft der Rammler rum. Out of my way, two legs. It's mating season. I've got places to be. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Na dann. Ratte Mabel Ferno. What a miserable looking creature. Ich kann sagen, die sehen aber nicht so gut aus. Wo ist denn der Pieps? Der Pieps schon wieder nicht dabei. Dabei könnte das mit dem Pieps jetzt gerade interessant sein. Oh, I'd give up my wings for a respite from this pestilence. Kommt mir bekannt vor als Gelehrter. A rare, highly prized breed called, I can't quite recall. This cursed sickness has scrambled my memories. I can't think straight. My feathers are molting. My wings can't carry me anymore. I feel so cold. All I can think about is warmth. It painstakingly attempts to flap its wings, to no effect. You catch a glimpse of its weak little torso. A faint glow emits from within it, like a cooling ember. Das ist ein Phönix? Ganz schön kleiner Phönix. A Phoenix? Cut back on whatever you're drinking. I'm in no mood to be made fun of. Not in this condition. I'd know if I was a Phoenix. Der Fan scheint recht überzeugt. The bird stares at you for a long moment. All right, do it. Burn me. But may the flames consume you too if you're wrong about this. Rohes Vogelbein, Hühnerfuß. Was sind die Sachen hier? Oh, Sternstaubkraut sollte ich mal nicht vergessen. Ja, habe ich denn überhaupt noch mit irgendjemandem hier ein Feuerspell? Er hat das. Okay, ich mache das jetzt mal. Was steht noch mal im Questlog dazu? Ich habe den Vogel überredet, sich von uns helfen zu lassen. Ja, hoffentlich hilft das wirklich. Wow! Is it dead? An egg? A phoenix egg? Ja, guck an! Brennen, kommt er raus oder muss ich es vielleicht noch benutzen? The egg is warm to the touch, but not from the ashes. This warmth comes from deep within the egg. Ich habe schon ein bisschen Schiss gehabt zwischendurch, ehrlich gesagt. Genauer betrachten. The egg is smooth and glossy dark, like some rare volcanic mineral. From deep within its core, a fiery glow pulsates, almost like a heartbeat. It's beautiful. Don't harm it. Keep it safe. To harm something so rare, so defenseless, it would be a terrible sin. Keep the egg safe. Ein machtvolles Ding. Wer weiß, welche Gaben es verleiht, wenn es verzehrt wird. Nein, ich will es auch verwahren. Eine seltene Köstlichkeit. Ich werde es essen. Nein. This is a find not to be squandered idly. I shall keep it for now. Das Ei essen. Nein. Damit müssen wir was noch Gutes machen. So, wie hieß die Quest?
Warum ist sie hier nicht dabei? Ist sie bei Archiviert dabei? Der hässliche kleine Vogel. Wir müssen Chinas Ei zu behalten. Was machen wir jetzt damit? Ein Ei offenbar aus Stein gemeißelt. Untersuchen. Feuerresistenz. Lebenskraft. Okay. Rarity fragt gerade, wie lange der Stream heute geht. Muss einfach mal Ausrufezeichen Streamplan zusammengeschrieben in Twitch-Chat eingeben. Dann siehst du das alles. Dann weißt du auch, wie lange der heute geht, was noch an Spielen geplant ist. Und so weiter. Jetzt immer ein paar Informationen. So, wo sind wir denn jetzt? Ich hole mal eben den den Wegpunkt da. Eichhörnchen und weißes Kaninchen. Okay, hier geht's doch dann rüber zum Klosterwald, oder? Wenn ich jetzt Richtung Westen gehe. Maybe the river could be crossed on there. Das könnte wahrscheinlich sein, in der Tat. Nossakrab Qual zwischen Kesu Stream und Martin. Ja, ich bin dann fürs Wochenende weg. Ich glaube, Kesu streamt auch am Wochenende. Dann kannst du jetzt hier zu gucken und später bei Kesu. Ich stream heute auch nicht so lange heute. Its mouth is stretched wide in a surprised looking O. Oh. Two. Skinny, Aoife said. Gotta get my plump on for winter. As the squirrel speaks, one fat acorn plops out of its mouth and rolls onto the ground between you. The squirrel's eyes go wide as its mouth. Ich mach da mal nichts, brauch da nicht die Eiche von dem Eichhörnchen klauen. Get your speedy eyes off my dinner. Mine! Mine! The squirrel grasps the acorn in its tiny paws and scuttles away. Passt schon. Ich wollte hier gar nicht dein. Ja, vielleicht wär's sogar irgendwas Interessantes gewesen. Aber ich wollte jetzt nicht dem Eichhörnchen die Sachen wegnehmen. Wer weiß, manchmal ist das ja was. So, jetzt den Wegpunkt eben noch freischalten hier oben im Norden. Ein weißes Kaninchen. Was ist hier eigentlich los? You're human, aren't you? You're not straw. Nee, das stimmt, sind wir nicht. But I bit some straw. It was shaped a little like you, but then it moved and threw me off it. The rabbit shakes its head. No, I'm dizzy. I hit my head when the straw man threw me in the air. Ja, die haben wir auch schon getroffen, die komischen Vogelscheuchen, die sind nicht. Sind ein bisschen komisch. Okay, was haben wir hier denn? Finesse 12 liegt verstummt fest. Reflektiert 10% Nahkampfschaden als Luftschaden. Was hat sie denn für eine Rüstung? Zwei Finesse Distanz. Ja, okay. Das mit dem Verstummen. Mal gerade gucken, ob das auch für Abilities gilt. Für die normalen. Nee, das und was als Zauber gilt, wollte ich mal ein bisschen anschauen. Aber es war schon vorher durch die Stats eigentlich nicht interessant. Aber interessant. Und 3000 Mack. Alter Verwalter, was haben wir hier? Stiller Beobachter. Was ist man hier jetzt genau? Okay, ist schon. Ah, da sind wir, okay. Gucken wir uns das Haus an. Zwei Gold im Holzstapel. Was hier denn passiert? Der gute Feger.
Kriegel kann man gebrauchen, falls wir mal Knochenmehl herstellen müssen zum Beispiel. Ich nehme einmal eine Kiste mit, falls ich Federn brauche. Oh, Lebenholzstamm. Das habe ich schon mal gesucht. Das braucht man. Und Knochenstaub. Das brauche ich für bestimmte Runensachen. Lively Wood. Oder wie es auf Englisch heißt. Holzbrei. Nehme ich mal nicht mit. Was ist denn hier passiert? What the hell happened here? Okay, jetzt sind wir hier doch nur... Na ja, kurz vor der Biegung. Ich gehe noch ein Stück den Weg runter. Aber eigentlich... Mal den Weg hier schon. Okay, das haben wir als Sekunde. Das passt, das passt. Zerfledderter Foliant. Muss ich glaube ich außen rum gehen. Das könnte auch interessant sein manchmal. Wir schleichen jetzt hier gerade so lang. Hey, wo ist denn der Foliant hin? Okay, strange. Ich glaube nicht, dass es so besonders wichtig war. Ich habe keine Lust, ihn jetzt weiter zu suchen. Wegpunkt entdeckt. Das war ein interessanter Wegpunkt. Okay, das sieht auch interessant aus. Clever, very clever. Okay, man muss erst einmal rüberkommen und dann von Punkt zu Punkt springen oder teleportieren. Aber das will ich jetzt gar nicht angehen. Ich wollte zum Klosterwald. Das ist dann zu der Blutmondinsel, ne? Da oben. Jopp, jopp, jopp. Na gut, ich gucke als nächstes jetzt mal in den Klosterwald, weil ich ein bisschen mit der Hexe mehr herausfinden möchte. Ob es wirklich sinnvoll ist, den Kühen da zu helfen. Mal gucken, wie lange mich das beschäftigt.